Na, du Knackwurst! Hey Harald, warum bist du vorhin zu spät gekommen? Ah, ich war noch im Kaufhaus und habe eine Brotpon gekauft. Das nächste Mal ein bisschen schneller, ne? Harald. Habt ihr euch eigentlich auch so aufgeregt wegen diesem neuen Gesetz? Hä? Meine türkischen Landsleute dürfen doch jetzt in Deutschland offiziell schächten. Hey, die sind so begeistert. Ümit, mein Friseur, der wollte mir letztens beim Rasieren sogar die Kehle durchschneiden. Und mein Gemüsehändler Aslan, der schächtet schon seit Jahren. Hauptsächlich das Finanzamt. Ja? Weil der Türk, das ist ein ganz gerissener Türk. Gestern, ich hab gehabt eine Steuerprüfung in meinem großen türkischen Supermarkt. Kommt zu einem Mann von der Finanzamt. Grauer Anzug. Kennst du auch schon, ja? Ja, pass auf. Grauer Anzug, graue Schuhe, graue Haare, graue Hautfarbe, graue Haft. Ja, Moment. Hab ich gesagt, wenn du wolle, mach eine Steuerprüfung. Meine Ford Transit steht im Hof, ist nichts abgeschlossen. Kannst du Steuerprüfe? Er hat keinen Spaß verstanden. Und wollte meine Buchhaltung sofort benamschlagen. Hab ich gesagt, Buchhaltung brauche ich nichts. Ja, brauche ich nichts. Meine Frau kauft Obst und Gemüse auf dem Markt. Dann sie verkaufe 30% davon am Montag, 20% davon am Dienstag, 10% davon am Mittwoch, 5% als Sonderangebot am Donnerstag und am Freitag schmeißt sie die verfaulte 35% weg. Die wo genau gewesen wären, meine Gewinn. Und ich mach Kasse auf, er guckt rein, Kasse war leer. Er gefragt, wovon leben Sie eigentlich? Hab ich gesagt, von dem Geld, was meine Frau jeden Abend verdient mit Putze. Er gefragt, was ist dein Vorteil von dem Geschäft? Hab ich gesagt, ganz einfach. Samstags, wenn meine Frau zu Hause putzt, mein Geschäft ist geschlossen. Und ich immer hab frei. Also von Samstag bis Samstag, jedes Jahr, Winter, Sommer, Sommer, Winter, ich sitze im Café. Was haltet ihr eigentlich von diesem Sommer? Ja, viele Menschen denken, dass Sommer ist schuld, dass sie nichts mehr so viel Geld haben auf der Bank. Ja, die alle hatten Aktien von Deutsche Telekom. Und alle denken, Sommer war ein Idiot. Sommer hat gemacht meine ganze Geld kaputt. Das war aber nichts von Sommer, der gemacht hat Geld kaputt. Der hat nur gemacht die Maschine, die macht Geld kaputt, die Telekom. Und alle Menschen, die wo sind geworden, Börsenspezialisten, durch einmal lesen Bild am Sonntag, haben ihre Sparbuch an der Telekom gespendet. Und dann gibt es noch diese neue Markt. Gut, ich erschrecke auch immer, wenn jemand zu mir sagt, Herr Aslan, es gibt eine neue Markt in der Stadt. Ja, aber was macht ein guter Kaufmann? Guter Kaufmann, geh hin, gucke, was ist in der neue Markt? Was ist Angebot? Und dann ich sehe, Tomate aus Holland. Fleisch aus England. Pilze aus Litauen. Verkäuferin aus Leipzig. Ja, und dieser neue Markt verschwindet genauso schnell wie Geld, was nicht ist gut angelegt. Aisha, meine Frau. Ja, sie heißt so, ne? Ja, will auch oft, dass ich Geld anlege in neue Kleider für sie. Okay, habe ich gesagt. Wenn schon, dann ich mache richtig Investition. Hab ich gekauft Kleid für Aisha. Hab ich bezahlt 1000 Euro. Halla, halla. 800. Das ist das neue Programm. 400. 200. Okay. Habe ich bezahlt eine Flasche Bier für den Mann von der Rote Kreuz. Vergessen wir. Meine Bankberater, wo ist immer unabhängig und neutral. Sage mir, Herr Aslan, Sie haben so viel Geld.
Sie müssen kaufen Aktienfonds. Ich nichts brauche einen Aktienfonds. Ich habe Lammfonds, Kalbsfonds, Gemüsefonds. Und wenn du mach meine Kasse auf und hebe Schublade hoch, alles Geld, was liegt unten drin, ist steuerfrei. Ja.